Die tödliche Drohne findet ihr Ziel in Somalia. Doch der entscheidende Knopfdruck, der die Hellfire-Rakete abfeuert, erfolgt an einem Joystick in einem Stützpunkt irgendwo im Südwesten der USA. Deutschland ist offiziell nicht am Drohnenkrieg der USA beteiligt. Doch amerikanische Militäreinrichtungen auf deutschem Boden sind entscheidend für den Ablauf der gezielten Tötungen. Entgegen deutschen Gesetzen. Ohne Beschluss des Bundestages. Das Erstaunliche ist, dass bei Drohnenhinrichtungen, die in verschiedene Länder stattfinden, dass Deutschland doch eine wesentliche Rolle spielt. Das war für uns bei der Recherche das Erstaunlichste, ist, dass doch Satellitenanlagen in Deutschland, als auch die Zentrale der amerikanischen Streitkräfte für Afrika, also hier in Stuttgart ist, ist es erstaunlich, wie Deutschland an jeder Phase dieser Drohnenkrieg doch beteiligt ist. John Götz und Christian Fuchs fanden an vielen, oft geheimen Orten Einrichtungen, von denen die deutsche Öffentlichkeit nicht ahnte, welche Rolle sie im Krieg gegen den Terror spielen. Die CIA-Logistikzentrale in Frankfurt, die NSA-Niederlassung in Hessen, das Afrika-Kommando der amerikanischen Streitkräfte in Stuttgart. Sämtliche US-Militäroperationen etwa in Somalia werden hier beschlossen und überwacht. Ohne Einwände der deutschen Regierung. Es gibt keine militärische Aktion in Afrika, die nicht in Stuttgart entschieden wird. Das sagen die in ihren eigenen Statements, das sagen die in den Interviews, was wir mit denen geführt haben. Die sind zuständig für sämtliche Hinrichtungen, die in Afrika stattfinden. Deutschland liegt etwa auf halber Strecke zwischen Somalia und den USA. Vom US-Militärflughafen in Ramstein aus werden Drohnen nach Afrika geflogen. Gerade wird eine riesige Satellitenanlage für den Datenaustausch bei den tödlichen Drohneneinsätzen gebaut. Die Kommunikation zwischen dem Einsatzort, zum Beispiel in Somalia, und dieser Basis in den USA läuft über Deutschland. Es gibt da Satellitenanlagen, die stehen in Ramstein auf der Airbase hier in Deutschland, in Rheinland-Pfalz. Und ohne diese Satellitentechnik könnten die Drohnen nicht mit der Bodenstation kommunizieren. Vor 10 Jahren wurde der deutsche Staatsbürger Khaled El-Masri von der CIA entführt, nach Afghanistan verschleppt und gefoltert. Götz und Fuchs recherchierten, welche Firma für die CIA El-Masris Flug zurück nach Europa organisierte. Der Weg führt wieder nach Deutschland. Faszinierend ist, dass hier mitten in Deutschland ist eine riesige Firma mit einem riesigen Firmensitz, die ein deutscher Staatsbürger, also direkt beteiligt war an den Kidnapping von einem deutschen Staatsbürger. Und eigentlich, also man sieht, das sind sehr viele amerikanische Geheimdienstfirmen, die in Deutschland aktiv sind, die an viele Dinge beteiligt sind. Jetzt stellt sich auch noch heraus, dass offensichtlich von der amerikanischen Botschaft in Berlin aus das Handy der Kanzlerin abgehört wurde. Plötzlich gibt es einen Aufschrei der Empörung. Doch auf die Recherchen von Götz und Fuchs hieß die Standardantwort der Bundesregierung immer nur: kein Kommentar. Wenn wir die Ministerien und die Bundesregierung direkt gefragt haben, also haben wir so gut wie immer eigentlich keine zufriedenstellende Antwort bekommen, rhetorischen Tricks, irgendwie nicht beantwortet. Und da mussten wir so fast immer eigentlich zu parlamentarischen Anfragen greifen und natürlich zu unseren Informanten, also um an Informationen real zu kommen. Während des Kalten Krieges betrieb die NSA auf dem Berliner Teufelsberg eine Abhörstation gegen den Ostblock. Die westdeutsche Regierung hatte keine Ahnung, welche Operationen der amerikanische Geheimdienst von hier aus unternahm. Daran scheint sich nicht allzu viel geändert zu haben. Es gab eine Muster, die natürlich also in den Kalten Kriegen, in der Besatzungszeit also, etabliert wurde, sozusagen, dass die Sicherheitskräfte der USA dürfen im Prinzip tun, was sie wollen. Und diese Muster sieht man nach wie vor heute. Man hat manchmal das Gefühl, dass die Bundesbehörden gar nicht irgendwie bemerkt haben, dass der Status eigentlich jetzt anders ist. Zentrale Operationen im Drohnenkrieg der USA werden von deutschem Boden aus entschieden und überwacht. Die Bundesregierung tut so, als habe sie damit nichts zu tun. Doch eine offene Diskussion über diesen Krieg und die deutsche Beteiligung daran kann es nur geben, wenn die Fakten endlich offengelegt werden.